Hallo zusammen, ich bin's Raphael. 2000 Abonnenten. Unser Kanal hat 2000 Abonnenten geschafft. Heiligabend war es soweit, da hatten wir 1000. Jetzt sind wir schon bei 2000. Es ist gerade aktuell wirklich der Wahnsinn. Ich habe mich riesig gefreut, als ich das gestern gesehen habe. Es ist für mich einfach eine tolle Bestätigung. Ich versuche die Videos ja doch ein bisschen anders zu machen. Alles ein bisschen langsamer, ein bisschen ruhiger, ein bisschen sachlicher. Und das ist einfach toll, wenn man sieht, das funktioniert auch auf YouTube. Und meine Art, Schach zu vermitteln, ist vielleicht auch ein bisschen anders als bei den anderen. Und dass das so toll funktioniert, das ist für mich eine riesige Freude. Vielen Dank, dass ihr das so toll unterstützt. Und Punkt unterstützen, ich bin in den letzten Wochen häufiger gefragt worden. Raphael, du investierst da so viel Zeit, machst dir viel Mühe. Können wir dir nicht irgendwie helfen? Können wir dich unterstützen? Können wir dir was spenden? Leute, was ist los? Jeder Klick, jeder Like, jeder Kommentar, jedes Lob, jede Kritik ist für mich eine Riesenunterstützung. Ihr unterstützt mich die ganze Zeit. Klar, ohne mich würde es den Kanal hier nicht geben. Aber ohne euch würde mir das hier gar keinen Spaß machen. Also, vielen Dank für die große Unterstützung. Vielen Dank für die tolle Resonanz. Bleibt unserem Kanal treu. Ich bleibe ihm auch treu. Und ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, was machen wir heute? Beim 1000-Abo-Special habe ich gesagt, ich mache nichts zum 2000er. Ich mache erst wieder was, wenn wir irgendwo 5000 haben. Aber ich kann jetzt ja auch diese Zahl, und wenn man sich darüber freut, kann ich ja nicht einfach ignorieren. Das heißt, ich habe gedacht, irgendeine Kleinigkeit müssen wir machen. Und deshalb zeige ich euch heute mal wieder eine Partie, und zwar eine Partie von mir. Und zwar eine sehr besondere Partie, denn ich habe gespielt gegen den SF Deizisau. Das ist ein Schachverein, die Schachfreunde Deizisau. Und die haben einen Mannschaftssimultan gemacht. Und zwar anlässlich der 750-jährigen Stadtfeier von Deizisau. Deizisau ist ein Vorort von Stuttgart, am Neckar gelegen. Und Deizisau ist Bundesligamannschaft, sehr erfolgreich sogar. Wie kann ein Verein wie Schachfreunde Deizisau Bundesliga spielen? Man muss nur den richtigen Sponsor haben. Und die Deizisau ist im Grunde so ein bisschen das Farmteam von OSG Baden-Baden. Und die werden von Krenke gesponsert und Deizisau auch. Und deshalb sind sie jetzt quasi hochgehievt worden in die Bundesliga, weil da natürlich jetzt Top-Leute spielen. Und die haben einen Mannschaftssimultan gemacht. Jetzt springen wir mal rüber. Das waren die Spieler. Mannschaftsführer, erstes Brett, ist Großmeister Peter Leko. Peter Leko, fast Weltmeister geworden. Ihm fehlte bloß ein Remis gegen Kramnik. Dann wäre er Weltmeister gewesen. Und er ist der Trainer von Vincent Keimer. Hier im Bild Vincent. Und das größte deutsche Schachtalent, das es gibt aktuell. Und Blühbaum, Dauthoff, Heinemann, Georg Meyer, das sind alles quasi Nationalspieler von Deutschland. Alles Top-Großmeister in Deutschland, vor allen Dingen ein Blühbaum. Und auch ein IM Frank Zeller hat mitgespielt, der ja für uns auch beim 1000-Abo-Special ein Simultan gegen uns gespielt hat. Und die haben da gespielt gegen 70 Leute und da war ich auch einer davon. Wie sieht so das aus? Hier mal ein kleines Video, dann könnt ihr sehen, wie ihr euch das vorstellen könnt. Die Gäste, die 70 Leute, sitzen alle außen rum und die Spieler gehen dann nacheinander innen durch und machen immer einen Zug. Peter Leko hat angefangen und hat dann immer variiert, hat die vier Hauptvarianten gespielt, an jedem Brett was anderes, E4, D4, C4 und dann Springer F3. Und als er durch war, ist dann der nächste los. Und immer wenn er ans Brett tritt, dann macht man seinen Zug und dann macht er seinen Zug und geht weiter. Und das müssen wir uns jetzt hier nicht zur Gänze anschauen. Irgendwo war ich auch am Anfang. Ich saß auf der anderen Seite. Hier saß ich, da bin ich. Ah, da bin ich tatsächlich. Da sitze ich. Hier Rustam Dauthoff, spielt auch für den Deutschen Schachbund. Und hier sitzt auch mein Sohn zum Beispiel.
Und hinter uns standen die Großmeister, diese Schelleko, Vincent, Meyer, Heinemann. Und war ganz lustig, weil die standen immer direkt hinter mir und dann habe ich natürlich auch gehört, was die so geredet haben. Und die haben schon so ein bisschen mal so ein bisschen Kommentare gegeben und Witze gemacht. Also ich habe es gehört. Verlassen wir das mal und schauen uns meine Partie an, die ich euch heute zeigen wollte. Deizisau gegen Raphael quasi. Und die Großmeister, oder die erste Mannschaft von Deizisau, die hatten an jedem Brett weiß. Und die Gäste, die 70, die hatten dann alle schwarz. Und wie gesagt, Peter Leko wechselte immer von Brett zu Brett die Öffnung, die vier Hauptvarianten, also die vier Hauptzüge. Er spielte dann immer E4, am nächsten Brett D4, C4 und dann Springer F3. Und mich erwischte es dann mit Springer F3. Und da habe ich mir gedacht, oha, was jetzt? Also, das wäre jetzt die Reti-Öffnung. Oder genau genommen ist das die Reti-Öffnung. Also, die beste Antwort auf Springer F3 ist eigentlich D5. Und wenn Weiß dann mit C4 fortsetzt, dann ist das die Reti-Öffnung. Das ist jetzt hier mehr die Zuckertort-Öffnung. Aber man ist da nicht immer so präzise, also man spricht ja auch gerne schon von Reti. Im Grunde ist es so ein Zug, der soll zurückhalten, was der Weiße eigentlich plant. Also so ein bisschen so zurückhaltend sein und sagen, okay, jetzt mach du erstmal was und dann entscheide ich, was ich mache. Also man behält es sich vor, wie man fortsetzt. Und wenn ihr sowas begegnet oder auch wenn ihr dem ersten Zug C4 begegnet, oder eben Springer F3 und ihr seid euch da unsicher, empfehle ich euch, spielt die Symmetrievariante. Das heißt, spielt den Zug wirklich nach. Und jetzt dann als nächstes C5 und dann kommt vielleicht als nächstes G3, spielt der G6. Spielt es einfach nach und bleibt immer kritisch, macht es noch Sinn oder muss ich abwarten? Also immer ein bisschen darauf achten, aber wirklich, da kann man die ersten 5, 6 Züge mitspielen und ihr habt eine vernünftige Stellung. Jetzt sind wir also nicht direkt im Reti, sondern eher in der englischen Öffnung. Eben ein bisschen mit Zugumstellung. Normal würde Englischer mit C4 gleich anfangen. Und da hatte ich auch in der Zeit so ein bisschen schlechte Erfahrung gemacht und habe gedacht, okay, was mache ich jetzt gegen die Großmeister? Und habe gesagt, okay, ich versuche zu vierenkettieren. Vierenkettieren heißt, den Läufer hier nach G2 zu entwickeln und auf die Flanke zu stellen, dass er sozusagen von der Seite das Zentrum beherrscht, auf dieser langen Diagonale. Hier ist es ein Königsvierenketto, weil das auf der Königsseite ist. Gibt es aber auch genauso auf der Damenseite, das Damenvierenketto. Hat den Nachteil, man braucht einen Zug mehr, weil man natürlich noch den Bauern vorspielt. Wenn man jetzt in der Mitte einen Bauern vorrückt, dann kann der Läufer sozusagen direkt raus. Und hier spielt man meistens einen Bauern in der Mitte oder auch so und noch zusätzlich hier einen Bauern. Dafür hat man aber eine sehr stabile Königstellung. So, hiermit möchte ich verhindern, dass er hier weiterkommt und meinen Springer irgendwie unangenehm vertreibt. Und jetzt hat Weiß hier wirklich sehr stark das Zentrum besetzt, kontrolliert hier viele, viele Felder, kann seine Läufer gut dahinter entwickeln. Und deshalb ist dieser Aufbau hier, die königsindische Verteidigung, durchaus schon ein bisschen heikel. Also man ist schon etwas passiv, aber das, was ich plane, ist eben jetzt den Vorstoß in der Mitte zu spielen. Also jetzt dieses starke Bauernzentrum von Weiß anzugreifen, entweder mit C5 oder mit E5. Das ist so ein bisschen Charakterfrage, was man von den beiden spielt. Ich glaube, E5 ist so ein bisschen vielleicht sicherer. Wird man in der Partie vielleicht auch sehen. Gut. Jetzt habe ich meine Ausgangsstellung der königsindischen Verteidigung erreicht. Jetzt muss der Vorstoß kommen. Was wählt man? Ich habe in dieser Partie C5 gewählt. Und
und Weiß rückt vorbei. Er nimmt also noch mehr Raum ein und engt mich noch mehr ein. Weil jetzt für ihn tauschen oder tauschen lassen ist nicht so gut, weil er dann einen Randbauern gegen einen Zentrumsbauern tauscht. Das heißt, er geht vorbei und engt mich weiter ein. Und die typische Vorgehensweise jetzt wäre jetzt E6 zu spielen und eben hier den Bauern anzugreifen. Und das lässt, da schlägt Weiß auch nicht, sondern lässt schlagen, schlägt dann zurück und hat dann hier zwei ganz starke Bauern drin stehen. Ich habe in diesem Moment ein bisschen abgewichen und habe hier einen anderen Zug gespielt, nämlich E5. Jetzt habe ich die Möglichkeit nicht mehr den Bauern zu schlagen, weil klar, ich bin vorbeigehüpft. Weiß könnte en passant schlagen, so wird er aber nicht machen. Und meine Idee war, ich wollte diese Mitte komplett zumachen. Ich wollte die komplette Mitte schließen, dass da nichts passiert und dann an der Flanke angreifen. Das ist wichtig, dass man sich das merkt. Wenn man einen Angriff auf der Flanke macht, irgendeinen Bauernsturm oder sowas, sollte man immer zusehen, dass man die Mitte fest hat, dass in der Mitte nichts passiert. Und diese Variante ist auf hohem Niveau durchaus beliebt und hat gute Ergebnisse für Schwarz. Wenn man allerdings nicht selber Großmeister ist, kann es auch ganz anders ausgehen. Das mit dieser Mitte zumachen könnt ihr euch merken, das ist wichtig. Wenn ihr also auch einen Bauernsturm irgendwo an der Flanke habt, der auf euch zugerollt kommt, versucht einen Gegenstoß in der Mitte. Sobald die Mitte aufgeht, verpufft dieser Angriff an der Flanke meistens. Und andersrum, wenn ihr selber versucht möglichst die Mitte zuzukriegen. Das habe ich also hier geschafft. Bisher bin ich so meinen Plan von der königsindischen Eröffnung ziemlich genau gefolgt. Also ich habe den sicheren Aufbau, ich habe die Mitte zugekriegt. Jetzt muss der Bauernsturm kommen. Wo kommt er denn überhaupt? Kommt er hier? Nein. Bei der königsindischen Verteidigung ist es der Sinn oder der Plan, man spielt den Springer aus dem Weg und spielt den F5. In der Hoffnung, vorbeizugehen und dann schauen sozusagen die Figuren alle hier so hin. Das ist so die Idee und wenn Weiß die kurze Rochade macht, habe ich da einen tollen Angriff am Laufen. Also jetzt wisst ihr meinen Plan, schauen wir mal, wie ich es umgesetzt habe. Weiß rochiert kurz, also ich bin sehr zufrieden bisher, läuft alles nach Plan. Jetzt gehe ich mit dem Springer aus dem Weg, plane hier den Vorstoß, unterstützt vom Läufer und vom Turm. Und hätte es hier auch eigentlich machen sollen, weil man bereitet etwas vor und warum macht man es denn nicht? Ich hatte irgendwie die Idee, vielleicht kann ich ja die Läufer wegtauschen und bin hier reingehüpft und das war jetzt, sagen wir mal, nicht so ein toller Zug. Kann ich hier auch gleich mal ein Zeichen geben, dubioser Zug. Also das war jetzt nicht so toll, weil der Läufer geht einfach weg. Und jetzt stehe ich hier mit meinem Springer und was mache ich da? Und komme jetzt mit F5 und das ist jetzt nicht nur dubios, das ist jetzt einfach ein Fehler gewesen von mir. Und das haben die Großmeister dann auch gleich bestraft. Sie haben nicht den Springer jetzt geschlagen. Und jetzt habe ich nämlich ein Problem. Ich muss ja zurückschlagen, kann mir ja nicht die Figur wegnehmen lassen. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt geht mir dieser Bauer hier vorbei. Und wenn dieser Bauer noch hier hinten stehen würde, dann könnte ich das noch aufhalten. Aber jetzt bin ich vorgerückt, jetzt kann ich es nicht aufhalten. Das heißt, ich hätte tatsächlich nicht hier erstmal mit dem Springer reinhupfen sollen, sondern gleich meinen Plan verfolgen. Ich bin hier abgewichen und das zu meinem Nachteil. Weil jetzt kann er tauschen und geht vorbei. Warum ist das so schlimm? Ich kann den doch einfach wegnehmen. Na ja gut, schauen wir mal, was da für eine Stellung rauskommt. Wenn wir hier das mal so wegnehmen. Ziemlich viele rote Pfeile, nicht? Also, die Springer sind stark,
können hier rein hüpfen, greifen den Bauern an. Der Bauer hier ist ein Freibauer, schränkt mich ein. Wie soll ich zum Beispiel hier die Figuren entwickeln? Weiß hat die offene Linie besetzt. Es ist wirklich klar besser für Weiß. Und ich habe hier wirklich lange überlegt. Man hat ja immer Zeit, bis sozusagen der nächste rumkommt. Ich habe sogar einmal auch einen dann vorbeigewunken, habe gesagt, nee, komm, geh weg, ich kann doch nicht. Also das durfte man auch so ein-, zweimal machen. Und habe mich dann dafür entschieden, nichts zu tun. In der Hoffnung, dass er vielleicht schlägt oder irgendwas. Das war nicht so toll. Das, was hier noch vielleicht nicht schlecht ist, wäre, den Bauer anzugreifen. Und wenn er vorbeigeht, kann ich das so ein bisschen irgendwie zumachen, die Mitte. Hab aber diese drei Monsterbauern bei mir stehen. Der ist aus dem Spiel, der ist aus dem Spiel. Und ich muss immer befürchten, dass hier irgendwo Gabeln kommen, wie auch immer. Also das ist natürlich auch klar besser für Weiß. Wäre aber noch besser gewesen als mein Versuch, hier irgendwie nichts zu tun. Ich wollte eben irgendwie hier ein bisschen Gegenspiel haben, vielleicht den Läufer über den Weg zu entwickeln, irgend sowas. Aber jetzt gehen sie schon vorbei. Der Bauer droht auch weiterzugehen. Also ich versuche dieses Feld hier zu kontrollieren. Die Dame greift den Bauern an. Ich decke den und dann greift sie einfach den nächsten an. Also das ist dann eben auch dieser Spielstärkenunterschied und diese Klasse von so starken Spielern. Die machen hier so ganz, ganz ruhige Züge, verbessern ihre Figuren, greifen damit noch was an. Und ich bin weitergegangen. Und in dieser Stellung kam dann, glaube ich, ihr Frank Seller ans Brett und oh, das sieht aber gefährlich aus. Ja, gut, aber er zieht einfach weg und ging weiter. Also ich habe ihn auch nicht so stark beeindrucken können. Immerhin kann ich jetzt den Bauern decken und den Bauern decken. Bloß, wie entwickle ich den? Wie entwickle ich den? Wie entwickle ich den? Hier ist der Bauer zum zweiten Mal angegriffen. Ich decke ihn noch einmal. Und hier kann Weiß schon richtig Spaß haben. Also der Springer kann hier reinhüpfen. Er kann hier auch meine Bauernstruktur angreifen. Und ich kriege die ganzen Darmflügel nicht entwickelt. Also Quälerei in Deizisau. Weiß entwickelt locker flockig seine Figuren. Er hat ja Platz genug, er hat auch keine Angst vor meinen Bauern. Und ich habe jetzt versucht, hier so auf dem Damenflügel irgendwie Luft zu schaffen, dass ich irgendwie auch meine Figuren ins Spiel bekomme, irgendwie Gegenspiel bekomme. Es gäbe hier aber einen tollen Zug, der mich gerettet hätte. Wo habe ich jetzt verraten, dass ich verliere? Naja gut, ihr ahnt es ja schon. Ich weiß nicht, ob ihr den seht. Also es ist ein Zug, den ich später auch spiele, der hier aber funktioniert und später nicht mehr. Und jetzt zeige ich ihn mal. Der Läufer opfert sich. Der Läufer opfert sich. Jetzt habe ich zwar eine Figur verloren, aber ich kann endlich wieder die Figuren ins Spiel bringen. Und habe jetzt immerhin mal noch einen Bauern zusätzlich bekommen. Der weiße Springer könnte hier den Bauern schlagen. Er könnte aber auch hier eine Gabel machen. Und da sagt er, okay, das willst du jetzt retten. Naja gut, wenn man jetzt irgendwie Computer gewesen wäre, weil man selber hat ja auch eine Gabel und gewinnt auch etwas. Und plötzlich hat man ein bisschen Angriff mit den Figuren. Und es ist sehr forciert, es ist sehr erzwungen, die Züge. Also es gibt im Grunde nur so immer so einen Zug für Weiß und einen Zug für Schwarz, die gut sind. Und kommt dann irgendwie in solch eine Stellung.
Aber das ist plötzlich jetzt schwer zu gewinnen für Weiß. Weiß ist aktiver mit seinem Turm. Die Bauernstruktur von Weiß ist auch besser. Ich habe hier so drei Bauerninseln. So Bauern, die zusammenhängen, nennt man immer so eine Insel. Drei Bauerninseln. Er hat hier nur zwei. Das heißt, seine Bauernstruktur ist besser. Aber hier kann ich kämpfen. Also hier hätte ich noch lange spielen können und eine gute Chance, das Remis zu halten. Aber ihr habt gesehen, was für eine lange Sequenz an Zügen das waren. Und so ein Opfer jetzt hier reinzuhauen und dann zu sehen, hier droht eine Gabel, hier kann ich vielleicht auf der H-Linie was machen. Das war zu viel, sowas habe ich nicht gesehen. Und vor allen Dingen, wenn man ja auch einen Zug hat, der ja auch der Versuch ist, mich irgendwie zu befreien. Weiß entwickelt. Ihm ist ja egal, was ich da am Damenflügel mache. Und hier der nächste schlechte Zug von mir. Ich habe aber nicht wirklich eine Idee. Ich kriege ja keine Figuren Spiel. Hätte vielleicht hier vorbeigehen sollen. Mal den Springer fragen, wo er hin will, irgendwie was. Aber ich habe gedacht, okay, ich versuche was. Versuche ich doch das irgendwie, ob ich da nicht irgendwas aufreißen kann am Königsflügel und den Turm noch vielleicht hier rüberbringe. Irgendwie sowas. Hoffnung stirbt zuletzt. Aber Weiß hat schön die Bauern hinten gelassen und lässt mich da einfach ins Leere laufen. Und vor allen Dingen habe ich ihm jetzt durch diesen Bauernzug ein Feld gegeben für seinen Springer. Und er sagt, schlag doch, wenn du willst. Also ganz ruhig. Das stört mich gar nicht. Und deshalb schlage ich jetzt hier. Aber es stört ihn tatsächlich nicht. Und ihr seht, weiterhin, meine Figuren kriege ich nicht ins Spiel. Und seine Bauern quälen mich. Wie so ein Dorn in meiner Stellung. Und wenn man nichts mehr zu tun hat, jetzt opfere ich den eben doch, um irgendwie meine Figuren ins Spiel zu bekommen. Und der Tipp in solchen Partien, wo ihr weniger Material habt, also ich habe ja jetzt eine Figur weniger, wenn ihr auf der Seite seid, wo ihr weniger Material habt, versucht möglichst viele Bauern zu tauschen, dass ihr vielleicht euch in ein Endspiel rettet mit einer Figur weniger. Weil diese Endspiele mit einer Figur weniger, zum Beispiel wenn der Gegner jetzt Turm und Springer gegen meinen Springer oder sowas hätte, das ist ganz schwer zu gewinnen. Und andersrum gedacht, wenn ihr auf der Seite seid, die mehr Material hat, dann versucht möglichst nicht Bauern zu tauschen, versucht ein paar Bauern auf eurer Seite übrig zu behalten und versucht Figuren zu tauschen, Material zu tauschen. Dann kommt ihr irgendwann in ein Endspiel, in dem ihr mit euren Mehrfiguren, denn eure Bauern durchbringt, eine Dame holt. Das ist so die Taktik. Wenn ihr Materialvorteil habt, tauschen, tauschen, tauschen. Und wenn ihr weniger Material habt, nicht aufgeben. Überhaupt nicht aufgeben. Versucht mal, ob ihr noch viele Bauern abgetauscht bekommt. Und eventuell so ein Remis-Endspiel erreicht. Schauen wir mal weiter. Also ich habe jetzt zumindest mal endlich den Springer von der Grundlinie weg. Muss schon auch überall auf Gabeln und sonst was aufpassen. Mein König steht in der Ecke rum. Und jetzt droht natürlich unten, dass das Weiß tauscht. Nimm einen weg. Verteidige jetzt hier dieses Feld. Hier habe ich jetzt ein paar Bauern wegbekommen, aber leider hat er auch einen Freibauern.
um solche Bauern aufzuhalten, ist es am besten, oder auch um sie durchzubringen, hinter die Bauern zu kommen mit seinen Türmen oder auch der Dame. Das heißt, ich versuche jetzt hinter den Bauern zu kommen, um ihn zu gewinnen und um ihn zu hindern, sich umzuwandeln. Dame verteidigt ihn. Hier biete ich jetzt den Tausch an und hoffe, dass ich irgendwie denn vielleicht hier oben noch ein paar Schachs geben kann. Vielleicht mit Glück noch einen Springer dazu bringe, irgendwie so ein Dauerschach vielleicht. Weiß gibt Schach. Ich habe hier nicht viel mehr. Ich spiele den Springer dazwischen. Wir schlagen geht ja nicht, weil die hier die Fesselung ist. Mit der Dame schlagen geht auch nicht, die kann ich einfach zurückschlagen, weil er immer noch gefesselt ist. Deshalb bin ich mit dem Springer dazwischen. Und was jetzt hier locker gewinnt für Weiß, ist sowas wie Springer E3. Einfach den Turm oben decken und man hat noch den Freibauern hier und es steht plus 14 oder irgendwas. Hier kam jetzt fast Weltmeister Leko ans Brett. Überlegt nicht lange und spielt Dame F6. Und das ist ein Fehler. Also da geht die Bewertung runter von plus 12, kommen noch was. Bauerneinheiten für Weiß, Sups nur noch auf 3 Bauerneinheiten für Weiß. Als nächster kam Vincent Keimer ans Brett und guckte vorwurfsvoll zu Leko: Was hast du da gemacht? Weil jetzt kann ich hier die Dame wegnehmen. Er nimmt mit dem Springer. Ich tausche und jetzt bin ich tatsächlich nur noch eine Figur. Zurück und jetzt sind Figuren wieder ausgeglichen. Wahnsinn. Also da habe ich plötzlich gedacht, wow, der Leko. Danke. Was ich übersehen habe, ist, wenn man halt fast Weltmeister ist, dann weiß man, was gewinnt. Und das habe ich denn auch spätestens jetzt geahnt, was kommt. Weil, wie komme ich jetzt hier mit dem König aus der Ecke raus? Wenn ich den Zug spiele, was ist denn das Beste für Weiß? Macht ruhig mal Pause, es ist ein toller Zug. Der Zug, der jetzt für Weiß gewinnt, ist Springer E8. Gabel auf den Springer, auf den König. Ich schlage, aber der holt er sich ja die Dame. Ja, das heißt, Peter Leko hat einfach in ein Endspiel abgewickelt, das gewonnen ist. Ihm war es egal, dass er dabei eine Figur gewinnt, wenn er sich hier die Dame holt. Ich spiele also einfach mal den Bauern vor. Das Problem ist, ich kann ja immer noch nicht raus. Also ich komme ja da auch nicht raus, da wäre ich ja im Schach. Das heißt, wenn ich hier rausgehe, immer dasselbe. Ich bin mit dem König in der Ecke gefangen. Kann hier gar nichts machen. Also stelle ich mich mal mit dem Springer davor. Aber was soll ich machen? Mein König kommt aus der Ecke nicht raus und sein König ist zu schnell da, vertreibt meinen Springer, gewinnt meinen Springer und sich die Dame. Und deshalb habe ich dann hier noch einen Zug gemacht und aufgegeben. Als Trophäe habe ich immerhin ein paar Unterschriften, Autogramme absahnen können. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Original Leko und ein Original Keimer. Vielleicht werden die ja noch mal viel wert. Es hat viel Spaß gemacht. Es war eine schöne Erfahrung. Und ich war während der Partie natürlich schon ein bisschen unzufrieden. Wenn du da immer so einen Bauern bei dir drin stehen hast und das quält dich einfach. Aber so im Nachhinein, auch jetzt, wo ich die Partie für unser Abo-Special wieder rausgekramt habe, fand ich es schon nicht schlecht. Also die Eröffnung war im Sinne der königsindischen Verteidigung. Der Plan war auch in dem Sinne. Ich habe dann einfach so ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen das verhaspelt. Ich habe was gelernt, habe einen schönen Nachmittag gehabt
Und Fazit müssen wir hier nicht ziehen. Bleibt dem Kanal treu. Und ihr seid mir eine große Unterstützung. Klickt weiter, liked weiter, schreibt Kommentare weiter. Lob, Kritik, ich vertrage alles. Und vielen Dank auch mal von meiner Seite an euch, dass ihr mich da so toll unterstützt, dass ihr sozusagen, dieser Kanal bin nicht ich alleine, dieser Kanal sind wir zusammen. Und das wird auch noch hoffentlich lange so bleiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.